Ich habe euch ja versprochen, dass jetzt öfter Videos kommen und ich habe gedacht, bei meinem ersten Projekt nehme ich euch einfach mal mit. Und zwar geht es um die Wand hinter mir. Die ist noch im Sommermodus, würde ich mal sagen. Also sieht halt schon noch wirklich sehr sommerlich aus. Also ja, mag ich mega gerne, aber passt jetzt nicht mehr so ganz in die Jahreszeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gestalten die einfach mal um und ich zeige euch, wie ich sie in einer herbstlichen Variante style. Und dazu machen wir einfach einen kleinen Zeitraffer, weil das sonst viel, viel zu lange dauern würde. Genau, wer mir vielleicht schon länger folgt, wird die Wand bestimmt wieder erkennen, weil ich hatte sie letztes Jahr auch schon so gestylt hier in meinem Wohnzimmer. Nur die Wandfarbe war anders. Genau, ich würde sagen, wir legen mal los und euch nehme ich jetzt mit im Zeitraffer. Find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. Ist die Bilderwand auch schon fertig und die sieht jetzt so aus. Also wie ihr seht, schon voll im herbstlichen Feeling und ja, teilweise auch schon Schneebilder. Wie ihr wisst, liebe ich ja den Winter, den Schnee und den Herbst. Das ist so voll meine Jahreszeit und ich freue mich jetzt auch heute Abend schon hier zu sitzen. Aber vorab möchte ich euch noch mal was zu meiner Sitzgelegenheit sagen und zwar zu meinem Sofa. Das ist ein Söderham-Sofa und weil mich einige schon gefragt haben, das ist ein Bezug von Comfort Works und der nennt sich Brushed Cotton und die Farbe ist Sand. Den habe ich jetzt schon ungefähr ein Jahr und möchte euch jetzt auch noch mal ein kurzes Resümee geben, weil einige auch gefragt hatten, wie sich dieser Bezug mit Katzen verhält und wie er allgemein so aufgestellt ist. So, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal auf den Sofa Platz und ich sage euch jetzt einfach mal was dazu. Also hier könnt ihr vielleicht den Stoff noch mal erkennen. Dieser Stoff ist einer, der zu diesen Hyperallergenstoffen gehört. Das heißt, er ist hundertprozentig aus natürlichen Materialien. Da gibt es unterschiedliche Stoffe. Meiner ist zum Beispiel zu 100% aus Baumwolle und wirklich super weich, sehr robust und pflegeleicht. Und warum ich mich eigentlich für einen neuen Stoff entschieden habe, also ich muss dazu sagen, der andere Stoff war schon ziemlich runtergeritten von meinen Katzen. Also der war wirklich nicht geeignet für ihre Spitzenkrallen und sah dementsprechend auch schon leicht ramponiert aus. Und ich fand ihn auch immer sehr kratzig und hart.
Deshalb kam für mich ein weiterer Stoffbezug von IKEA nicht in Frage, aber ich wollte unbedingt dieses Sofa behalten, denn einer der Pluspunkte, man kann die Bezüge abziehen. Und das war auch einer der Faktoren, die ich unbedingt an meinem neuen Bezug haben wollte, dass er pflegeleicht ist, weil wie gesagt, ich habe zwei Katzen und die machen halt auch mal Dreck und da passiert halt auch mal ein Malheur und ja, ich esse auch manchmal auf dem Sofa, da passiert auch Malheure. Wie das halt so ist im Leben, das Sofa ist der Mittelpunkt der Wohnung. Ja, auf jeden Fall habe ich mich halt einen Bezug von Comfortworks entschieden, der Brushed Cotton und in der Farbe Sand, weil ich auch eher was Warmeres wollte, das in so eine beige Sandrichtung geht, nicht mehr dieses sterile Weiß. Das hätte mir damals eh nicht so optimal gefallen. Und ich glaube, mittlerweile gibt es bei IKEA auch einen Bezug, der in Richtung beige geht. Damals, wo ich das Sofa gekauft habe, gab es den leider noch nicht. Aber auch nicht so schlimm, weil dieser hier ist mega bequem und viel, viel kuscheliger. Ich weiß noch, wo ich den damals aufgezogen habe. Ich dachte, ich sitze auf Wolke 7, weil der andere, wie gesagt, war viel härter und kratziger. Ja, war jetzt nicht so mein Fall. Aber jeder hat andere Präferenzen. Ich finde den einfach besser. Und kann euch jetzt auch dann gleich nochmal ein Update zeigen, wie der Stoff aussieht nach einem Jahr mit Lilly und Lenny, die wirklich sehr oft hier auf dem Sofa sind. Und ja, also was ich euch sagen kann, ich habe die schon mehrfach gewaschen. Das geht einfach ratzifatzi. Dann zieht man das wieder auf und dann ist es erledigt. Und wer jetzt am Überlegen ist, sich vielleicht einen neuen Stoffbezug zuzulegen für ein IKEA-Sofa, den kann ich an Comfortworks nur verweisen. Ich schreibe euch dann nochmal alle Links auch zu meinem Bezug in die Infobox. Da könnt ihr euch dann nochmal einfach durchklicken. Und ich weiß natürlich, weil auch mir immer mega schwer fällt, wenn ich die Stoffproben bzw. selbe Problem habe ich mit Wandfarben nicht vor mir sehe, finde ich die Entscheidung immer sehr, sehr schwierig. Und Comfortworks bietet an, Stoffproben zu senden. Das finde ich immer mega gut, weil dann kann man sich erstens mal einen Eindruck vom Stoff machen, also was Haptik und Optik natürlich auch angeht. Und ich hatte damals, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, eigentlich einen anderen im Fokus. Und dann kam halt die Stoffprobe an und ich dachte mir so, nee, ist gar nicht meins. Und bin halt dann auf diesen Stoff, den ich aber auch als Stoffprobe mitbestellt hatte, geswitcht. Und wie gesagt, habe den jetzt schon ein Jahr, bin mega zufrieden und kann euch auch schon sagen, wir werden es uns aber gleich dann nochmal im Detail angucken, dass Lilly und Lenny es nicht geschafft haben, dieses Sofa in einem Jahr zu verwüsten. Also ich habe natürlich ein, zwei Stellen, wo sie gewütet haben, aber das lässt sich halt auch nicht vermeiden. Dafür hat man Haustiere. Aber im Großen und Ganzen sieht der Stoff noch mega aus und ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Katzen habt. Muss aber auch dazu sagen, meine Katzen kratzen jetzt nicht übermäßig am Sofa. Die haben ihren Kratzbaum und ihr Kratzbrett. Also das passiert wirklich nur sehr selten. Ja, da muss man halt dann auch gucken, wie die Tiere da so unterwegs sind. Genau, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die kleinen Kratzstellen im Detail an. Und ja, dann kann ich euch das Sofa bzw. mein Wohnzimmer nochmal im Gesamteindruck zeigen, wie ich jetzt in den Herbst starte. Ich habe aber wirklich überlegt, die zwei oder drei Winterbilder, ich weiß es gar nicht, die ich hier hängen habe, nochmal auszutauschen. Also, dass ich erstmal auf ein Herbstlevel komme, bevor ich dann auf jeden Fall im Winter nochmal ein kleines Upgrade hier machen werde, was auch die Kissen betrifft. Aber ich finde, dieses coole Kissen hier passt auch noch super in den Herbst. Also darf es einfach noch hier bleiben. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal das Sofa im Detail an und genau. So, hier könnt ihr das Sofa nochmal im Detail sehen. Also wie ihr halt seht, Katzenhaare bleiben immer hängen. Und hier haben wir halt zum Beispiel dann auch mal
eine Kratzspur, also sie sind wirklich nur minimal und ich denke, die könnte man auch sehr gut mit einem Fusselfresser einfach wieder entfernen. Aber wie ihr halt auch seht, im Großen und Ganzen, das ist immer einer ihrer Liegeplätze hier. Sieht das halt noch sehr gut aus und manchmal sind die auch hier an den Lehnen unterwegs. Sieht man halt auch überhaupt nichts. Und ja, hier liegt immer Lenny, der ist ein bisschen dunkelhaarig, deswegen muss ich hier immer öfters mit dem Staubsauger durch. Aber ihr könnt halt auch sehen, hier ist jetzt mal ein kleiner Faden gezogen. Also ich finde das wirklich okay. Dafür, dass ich zwei Katzen habe, sieht das wirklich noch mega aus. Ich habe den anderen Bezug leider nicht mehr. Also der sah wirklich richtig, richtig schlimm aus. Genau, in dem Sinne zeige ich euch das Wohnzimmer nochmal im Überblick. Und dann werde ich mich heute verabschieden. So, und hier seht ihr das Wohnzimmer nochmal im Überblick. Wie gesagt, ich habe ja auch die Wandfarbe nochmal verändert in so ein Piniengrün, was ich mega finde. Weil ich finde, das passt einerseits gut in den Sommer, wenn man es mit so Orangenprinten kombiniert und also so mediterranes Flair dann hat. Und im Winter ist es halt auch mega, weil es halt auch sehr gut zu Wäldern und Naturbildern passt. Also finde ich sehr, sehr nice. Genau, und hier, wie gesagt, nochmal die Ecke. Und ich finde auch, das Sofa integriert sich super. Hier ist es irgendwie noch ein bisschen leer. Da muss auf jeden Fall noch irgendwas hin. Aber auch in dieser Ecke wird jetzt ein Upgrade passieren. Genau, aber dazu später mehr oder demnächst mehr. Ja, weil ich muss die Sachen ja auch erstmal ordern. Genau, also das ist jetzt quasi so der Zwischenstand und ich finde, es ist mega gemütlich und ja. In dem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden, weil ich werde jetzt gleich auf mein Sofa mich legen und den Feierabend ausklingen lassen und wünsche euch auch einen schönen Abend und bis bald.